Wie im letzten Jahr auch veranstaltet Corgans Mannheim, ein Waffenhändler aus Mannheim, wieder den Wohltätigkeitswettbewerb, den Charity Shoot in Mannheim. Letztes Jahr ging der Erlös aus dem Charity Shoot der Deutschen Obdachlosenhilfe zu. Das wird in diesem Jahr ebenfalls der Fall sein. Die Ausschreibung hat schon relativ früh begonnen. Viele, viele Plätze waren bereits vergeben, also Startplätze vor Ort, online gebucht, 10 Euro pro Start, 3 Stages, 25 Meter, 50 Meter und 100 Meter, waren ausgebucht, bis dann der Filter durchgelaufen ist, wer noch nicht innerhalb der vorgegebenen 7 Tage seine Startgebühr bezahlt hat. Und jetzt sind wieder eine Handvoll Startplätze je Stage verfügbar. Also, wer daran teilnehmen möchte, vor Ort am 1.10. in der SSV Neckarau, gebt Gas. Ihr könnt aber auch ohne Anmeldung teilnehmen, vor Ort kommen und schießen. Allerdings werden die, die online gebucht haben, bevorzugt behandelt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Langwaffen, Zielfernrohre, Merchandise und so weiter. Es gibt auch noch mehr als genug Möglichkeit, Online-Tickets zu erwerben. Ich poste euch die Links unten, denn ich kann das nicht alles erklären in der Kürze eines Videos. Das würde einfach den Aufmerksamkeitsrahmen bei euch gnadenlos sprengen. Lest es euch nach. Ich poste euch auch den Link zum Videokanal auf YouTube von Corgans Mannheim. Dort könnt ihr auch noch mal gucken. Da sind Anleitungsvideos, Informationsvideos und Erklärvideos zum Charity Shoot zu finden. Wie gesagt, es geht um Charity, Wohltätigkeit, einen guten Zweck und das ist die Sache immer wert. Ich habe mir dieses Jahr es zeitlich eingerichtet, es haut hin. Ich werde am 1.10. auch vor Ort sein, werde auch aller Voraussicht nach meine Kameraausrüstung dabei haben und werde ein paar Aufnahmen davon machen, aber natürlich auch selber dran teilnehmen und schießen. Wer weiß, vielleicht gewinne ich ja mal zur Abwechslung was. Glaube ich aber nicht dran. Dieses Glück habe ich einfach nicht. Also, Corgans Mannheim Charity Shoot 2022 in der SSV Neckarau. Wir sehen uns da. Ich freue mich drauf.